Willkommen zur Episode 8 von unserem Let's Play XCOM Enemy Within, The Long War Mod, mit eurem Nachbarn. So, wir haben einen weiteren Wunsch, der sich leichtsinnig verewigen würde. Und das ist ein Kollege von mir, der sich The Architect nennt. Ich denke, da passt auch ein Engineer ganz gut dazu. Jetzt ist die Frage, ob wir einen Südafrikaner nehmen oder einen Ukrainer oder einen Japaner, was passt dann meiner Meinung nach am besten zu ihm? Ich glaube, wir nehmen den Ukrainer. Ach nee, das ist eine Frau. Okay, dann hat sich das erübrigt. Dann nehmen wir. Ist das auch eine Frau? Ach verdammt! Ja, dann muss es wohl die. Das ist bestimmt auch eine Frau, der Afrikaner werden. Bongi. Das ist auch eine Frau. Jetzt, sag mal, habe ich überhaupt Männer in meinem Squad? Ich habe schon immer irgendwie mich verhaspelt, wenn ich da sage, der Soldat oder er läuft wieder nach vorne. Ist ja fürchterlich. Gut, wir nehmen mal eine andere Klasse für ihn, dass wir ihn jetzt hier trotzdem eintragen können. Caitlin, Rin, da ist ein Mann. Sabine, Susanna, Lucia, Anatoli, Medic. Ja, komm, du bist jetzt unser The Architect. Vorname The, Nachname Architect. C. Na gut, wir machen ihn Deutsch. Also er spricht Deutsch, aber hat immer noch ukrainische Wurzeln. Jetzt versuchen wir nochmal so ungefähr. Hoppla, das ist schon okay. Facial Hair, ja, wir brauchen noch einen Bart. Ich glaube, der trifft es am ehesten, den wir da. Ah, Moment. Ja, nehmen wir mal den hier. Sieht ein bisschen cooler aus als in echt, aber das ist ja auch Sinn und Zweck der Sache. Alles klar. Haare. Ja, so ungefähr. Ups. Falsche Farbe, falscher Knopf. Gut, also unser Architekt ist jetzt im Spiel. Hoffen wir, dass er ein langes Leben hat. Und ich hoffe auch noch, dass ich jetzt endlich mal einen männlichen Scout kriege. Ich habe echt keinen, dass wir den anderen Wunsch nach Verewigung in meinem Squad erfüllen können. Alles klar. Gut, nach der Mission gab es eigentlich nichts Besonderes Neues, was wir noch erledigen müssen. Also warten wir auf die nächste Mission. Können wieder Sectoid Corpses abgeben. Ich glaube, die brauche ich auch für kaum was anderes. Also tue ich das jetzt mal. Ich habe jetzt nur noch einen einzigen im Gefrierschrank. Vielleicht sollte ich da als nächstes das Ding mal ablegen, ablehnen, sodass ich dann eben selber noch welche davon übrig habe. Gut, ab nach Nigeria. Dann setzen wir mal unsere letzten Rekruten hier ein, wobei jetzt auch bald nochmal ein Vierersatz dazukommen wird. Ach schon, hier sind die ganzen Männer. Na, da ist doch die Chance, dass einer davon jetzt zum Scout wird, gar nicht so schlecht. Jetzt müssen wir nochmal schnell durchs Equipment durch. Also wir haben drei Medkits, das sind zwei, eins zu viel. Und wir brauchen auf allen Leuten Lasersights. Flashbang ist okay. Lasersight. Assault Rifle, nehmen wir doch lieber wieder die Kabinen mit. Ich meine, es ist mit den 4 Schaden, das ist schon ganz nützlich, weil viele Aliens eben genau diese 4 HP dann auch haben, aber Trefferchance ist mir dann doch echt wichtiger. So, der ist okay so. Ich glaube, jetzt brauchen wir, müssen wir mal kurz rüberschauen. Flashbang ist es, 2 Medkits, 2 HE und wir brauchen noch einen Smoke und ein Lasersight hier auf ihn. Gut. Assault Cabin und fertig ist die Laube. Ab geht's. Gucken, was wir diesmal vom Terrain haben. Das kann man auch immer da oben schon sehen. Ich habe aber gerade nicht drauf geachtet. Stadt. Sieht gut aus. Viel große Deckung.
Solid copy, Big Sky. Strike one is clear to engage. Kurz gecheckt, wo wir uns hier befinden, in der unteren Ecke. Das heißt, nach oben geht es auch noch ein bisschen. Aber hier ist. Ich glaube, fast hier kann man gar nicht rüber. Ah, ne, hier sieht man auch die Grenze. Also es ist wieder ein recht schmaler Schlauch in diese Richtung. Das ist bestimmt jetzt eben, welche Deckung wir uns suchen und wie wir uns ungefähr bewegen. Ach, die Mission, die hatte ich, beziehungsweise das Terrain hatte ich schon mal. Und hier vorne hatte ich da arge Probleme, als ich da gespielt habe. Da gab es eine hässliche Situation. Man kann hier durchs Haus durch und durch eine Tür gucken. Das werden wir auch machen. Hier ist die Tür, aus der wir dann rausstürmen würden mit zwei Soldaten. Ich sehe auch, da gibt es eine Leiter. Das ist auch nicht das Blödeste, einen oben drauf zu platzieren, aber oben gibt es eben nur halbe Deckung. Aber unser Dude hier mit der Granate wird das, glaube ich, mal machen. Es könnte aber sein, dass er damit schon Aliens aufdeckt. Fickt sich erstmal hier unten hin. Das muss ich mir nochmal ganz kurz überlegen, ob ich das wirklich jetzt schon machen möchte. Alles klar, da sind zwei oder drei. Ist das eine volle Deckung? Nee, oder? Das sieht eher nach einer halben aus. Das hier ist aber eine volle. Das ist aber auch jetzt schon ziemlich offensiv und dreist. Also da wir jetzt links einen Pot aufgedeckt haben, möchte ich jetzt sehr ungern hier weitere aufdecken. Allerdings wäre er ja auch in keiner allzu schlechten Position, um die zu behaken. Wir sind mal vorsichtig und gehen hier nun mal dieses Stückchen. Schauen wir mal, was unsere Alien-Freunde so Unternehmungslustiges vorhaben. Und da ist der zweite mit Overwatch. Schau an, der hat nur eine halbe Deckung. Ja, verflucht, ich dachte, er kann mit auf den Feuern. Ist aber nicht nahe genug dran und mit dem Overwatch ist es natürlich jetzt auch blöd. Ja, und das wollte ich eigentlich vermeiden. Jetzt haben wir hier ordentlich Party. Zwei Pots. Aber gut. Solange wir alle in voller Deckung stehen, ist es halb so wild. Und wir haben hier auch einen Flanking-Shot. Und den nehmen wir gleich. Hallo! Sehr schön. Bin fast versucht, den auch mit aufs Dach zu schicken, aber er wird jetzt schlecht rauskommen. Ich denke, die Drohne ist ein ganz gutes Ziel für ihn. Er wird auch erstmal hier hinten stehen bleiben. Perfekt! Um sich hier nicht dem Feuer der anderen Aliens auszusetzen. 32. Legen wir mal die Waffe an oder gehen wir lieber in den Overwatch? Und jetzt ist noch die Frage, was wir mit ihm machen. Ich könnte ihn auch aufs Dach schicken. Das ist halt nur eine halbe Deckung, aber durch die erhöhte Position hat man da auch wieder ein bisschen Verteidigungsbonus. Ich schätze, dass ich mit den beiden, die da drüben, erwischen könnte. Wirkt aber trotzdem eine gewisse Gefahr. Ich könnte mich auch einfach hier hinstellen und auf dieser Flanke mitfeuern. Hier sind ja auch zwei von denen. Allerdings möchte ich hier eigentlich mehr schützen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Bewegung hier. Ach, schade, das reicht leider nicht von der Sichtlinie, der Sichtweite. Und Versuch Nummer 2, diesmal mit Mindmeld. Und er versucht eine Psi-Attacke, die zum Glück scheitert. Das bringt mich jetzt in die gute Lage, dass hier kein Overwatch vorhanden ist. Weißt du jetzt, wenn hier auch keiner kommt? Nein, die ziehen sich zurück. Aber da war noch ein zweiter Grey. Ich gerade nicht sehen kann. Das macht mich natürlich wieder etwas nervös. Aber jetzt kann ich hier ein bisschen vorgehen, auch wenn hier wieder viele halbe Deckungen mehr sind. Roger that.
Gut, er schnappt sich diese Fodder hier. Jetzt kann nämlich einer von den beiden sich diese hier holen. Und er kann hier mit der halben. Ich mache es ungern. Vielleicht mache ich erstmal die beiden Schüsse und vielleicht kann ich jetzt schon eins der Agents ausschalten. Das war nichts. 48. Okay. Nein, ich bleibe in der vollen Deckung. Es ist einfach besser. Ja, leider vorbei. Jetzt haben sie beide volle Deckung. Das ist natürlich nicht so schön. Ich möchte mir kein zu langes Feuerduell mit denen liefern. Irgendwann werden sie treffen und dann werden sie mich wieder wahrscheinlich mit einem Schuss killen. Meine Magazine sind auch bald leer. Also ich muss mich jetzt mal ein bisschen bewegen. Ich finde, er kann hier oben noch mal ein bisschen bleiben, aber die anderen sollten jetzt mal was tun. Es gibt keinen Schusswinkel. Er muss jetzt auf jeden Fall mal hier mithelfen. Auch wenn das halbe Deckung heißt. Das heißt nämlich auch eine Flank. Sehr schön. Dadurch kriegt er auch noch einen Schadenspunkt und sitzt jetzt hier mit einem. Versuchen wir es mal mit Masse statt Klasse. Einmal 33, einmal 35 und Dankeschön. Es ist erstmal Zeit, um ein bisschen nachzuladen und hier vorzurücken langsam. Sich jetzt hier in den Overwatch begebe. Yep. Er muss nicht nachladen, aber er hier vorne muss gleich betrieben nachladen. Da ist ein Meldcontainer. Das Dach kann ich jetzt hier verlassen, da wird wahrscheinlich keiner mehr in meine Reichweite kommen. Ja, so weit gucken kann er auch nicht. Und hier jetzt mal langsam vorwärts, ich habe ja genug die Watchen. Ich muss da eigentlich auch nachladen. Und mit ihm dasselbe. So, wie sieht es denn hier mit Deckung aus? Der Mail-Container ist immer noch aktiv. Oh gut, aber da komme ich jetzt nicht hin. Da müsste ich zwei Runden sprinten und ich schätze in der nächsten ist dazu. Hier ist eine gute Deckung. Ist aber auch die einzige hier. Ne, da ist noch eine gute. Ja. Das schafft es leider nicht ganz dahin, aber nehmen wir mal die hier. Ich will jetzt noch nichts triggern. Aber mich auch möglichst weit vorwärts bewegen. Die drei gehen eher über diese Seite. Ah, das ist eine volle.
Nein, sind wir nicht. Eins. Ist das, habe ich nicht hier auf der rechten Seite bei dem Pod noch einen vermisst? Kann es sein, dass das der ist? Möglich wäre es. 35. Ah, verdammt. Ich hätte mich mit ihm mal dahin bewegen sollen. Ah, er kommt dahin. Gut, ich kann einige Schüsse auf ihn machen. Ich glaube, 4 Stück sind es jetzt. Momentan. Vier 33er, das sollte ja eigentlich statistisch gesehen funktionieren. Probieren wir es doch mal. Ich möchte ihn jetzt eigentlich nicht entkommen lassen. Nummer 1. Aber ich brauche eigentlich auch 2 Treffer. Das war schon mal nicht schlecht. Nummer 3. Und 26. Schafft es bis zum Meld? Nee, schafft er nicht. Ich fürchte, ich gehe nächste Runde zu. Beide. Ach komm, ich probiere es. Vielleicht habe ich ein bisschen Glück. Nein. Kann ich jetzt noch irgendwo sinnvoll mit ihm hingehen? Also ich glaube, jetzt zum Meld zu sprinten ist eigentlich dumm. Kann an sich theoretisch auch er in der nächsten Runde dann auch noch machen. Sollte es dann immer noch aktiv sein. Das hier erscheint mir dann schon ein bisschen sinnvoller, auf dieser Flanke eben ein bisschen vorwärts zu kommen. Das ist zwar nur eine halbe Deckung. Das ist nur eine halbe Deckung. Naja, ich lasse es. War schon glücklich, dass der nicht getroffen wurde. Ach, der ist zu, aber der ist noch offen. Okay. Ich glaube trotzdem nicht, dass ich da noch hinkomme. Das war himmelweit vorbei. Meine Herren, was haben die Jungs denn gerade gefressen hier? Außerdem einen, der hat guten Schaden gemacht. Na kommt. Bitte lasst ihn nicht noch eine Runde leben. Ich hätte mich auch ein bisschen bewegen sollen. Aber gut, er kann die Position nehmen. Dann kann er auch schießen. Ja, endlich. Puh, so, wo geht's weiter? Da außen rum bringt eigentlich nichts. Ich glaube, wir werden einfach nachladen. Ein bisschen vorgehen und nachladen. Und er kann auch einfach einen Schritt vorgehen und nochmal einen Overwatch besorgen. Da kommen ein paar Floater, alles klar. Die sind hässlich. Da sollte ich mich jetzt eigentlich wieder in volle Deckung verziehen, wenn es irgendwie möglich ist. Habe auch nicht mehr viel Muni in den Magazinen, ja. Granate kann nichts ausrichten wegen der Deckung von ihm. Jetzt wird es nochmal interessant. Haben aber alle eine Schusslinie, oder? Ja, okay. Also er wird sich hier mal eine Smoke hinlegen, dass er ein bisschen schlechter getroffen werden kann. Da hätte ich ihn auch einfach hankern lassen sollen, also sich bücken lassen. 50%.
Aber die Trefferchancen machen mir ein bisschen Kopfzerbrechen hier. Dann müssen auch gleich alle Magazine hier leer sein von meinem Team. Kann ich gleich wieder eine komplette Runde mit Nachladen mich beschäftigen. Hat er auch keine gute Position. Hatte eigentlich gehofft, dass ihm das jetzt hier in den Rauch bewegt, aber es war falsch. Ja, ich möchte sie nicht in halber Deckung stehen lassen. Flashbang wäre natürlich auch nicht schlecht. Weiß aber nicht genau, ob der gegen die hilft, da sie nicht organisch sind. Aber ich werde es mal wagen. Der hilft auch gegen die. War die Smoke wohl ganz gut gewählt. Wo ist der Dritte? Da kommt er. Puh, alle drei vorbei. Das war jetzt schon mal ein bisschen lucky, muss ich sagen. Aber jetzt habe ich leider hier schon wieder so viele Reloads. Geht hier auch mal mit in den Rauch, falls er gleich beschossen werden sollte. Wir nehmen jetzt erstmal den hier vorne, den Leader. Zwei Schaden. Ja, da sind die Karabiner natürlich echt toll. Er musste sich aus der Deckung für die Granate bewegen. Man muss leider auch nachladen. Er kommt nicht an, ne. Was missfällt mir? Zu schlechte Trefferchance. Ich muss gleich noch. Ich muss eigentlich mehr mit den Granaten jetzt noch arbeiten, fürchte ich. Denke ich. Er steht ein bisschen zu nah dran für eine halbe Deckung. Ja, zwei Treffer in der ganzen Runde. Noch ist der Rauch zum Glück da. Oh shit. Okay, er ist nur kritisch verwundet. Nicht gleich gestorben. Ich hoffe, jetzt kommt nicht gleich noch ein Treffer. Verdammt, ich muss die schnell ausschalten. Schnell, schnell ausschalten. Und da haben wir den Overwatch. Hier ist ein Medkit. Das andere Medkit ist direkt bei ihm, kann sich aber nicht bewegen. Scheiße, ja, der Overwatch ist jetzt echt schlecht. Ich muss mich jetzt diese Runde sehr auf meine Chancen verlassen. Das gefällt mir gar nicht. Aber warte mal, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Dann kann ich den ausschalten. So, das war schon mal ein kleiner Erfolg. Zweite Granate ist hier hinten gewesen. Triggert jetzt jemand den Overwatch? Damit er zu ihm hingehen kann und stabilisieren kann. Ist ja noch nicht ganz nötig unbedingt. Kann natürlich einfach schießen und hoffen. Noch zwei Schützen? Ja. Okay, schießen und hoffen ist leider Name of the Game. Ein Treffer. 41. Ah, Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön, liebes Spiel. Sehr nett von dir. Er wird sich jetzt hier hinhocken, dass er eben nicht von dem Overwatch erwischt wird und ein bisschen bessere Defensive jetzt gegen den möglichen Schuss hat. Okay, ich muss mich glaube ich schon wieder bedanken.
Jetzt kann er sich hier auf jeden Fall mal um den kümmern. Stabilize. Und jetzt muss ich auch dringend schauen, dass ich den hier ausschalte. Dafür wäre ein Flanking-Shot natürlich am besten. Es dürfte mir eigentlich die Flanke geben. Gibt es jemanden, der noch näher rankommt? Nein. Das wäre recht riskant, wenn ich da jetzt. Gut, ich kann mich zur Not wieder zurückbewegen, wenn ich da jetzt keine Flanke kriege. 69. Oh Gott, was mache ich hier nur? Jetzt brauche ich dringend einen Treffer, sonst habe ich echt verkackt. Ich kann jetzt natürlich mit allen einfach rauslaufen. Das ist irgendwie auch ziemlich Berserkertum. Hier habe ich noch eine Granate. Hier könnte ich vielleicht auch einen garantierten Kill machen. Wird kommt er mit der Granate? Okay. Weiß nicht, ob der Float dazu hoch ist. Ich gehe jetzt mal hier vorne in diese Deckung. Das sollte eigentlich funktionieren. Schön. Ja, es war wieder echt knapp. Ich hatte ein paar ziemlich üble Treffer von den Gegnern kassiert und mich auch ein paar Mal ziemlich offensiv und in halbe Deckung positioniert. Also da bin ich dann doch ganz dankbar, dass ich das überlebt habe. Und wir haben einen Scout-Sniper. Der ist sogar männlich, dann weiß ich ja schon, wen ich daraus mache. Ein Franzose. Okay, also wir nehmen nochmal einen Engineer. Wir nehmen noch einen Gunner. Wir nehmen noch einen Shotgunner. Und wir nehmen noch einen Medic. Und wir nehmen noch einen Medic. Leider ist unser Held gerade auch verletzt worden. Das heißt, er ist jetzt auch erstmal vom Dienst verschont. Vielleicht lässt ihn das ja etwas länger leben. Also konfigurieren wir ihn mal schnell. Ja, Vorname. Nachname. Okay, geben wir ihm mal auch eine deutsche Stimme. Das passt ein bisschen besser. Schnittiges Gesicht. Ja, so habe ich ihn ungefähr. Ups, so habe ich ihn ungefähr in Erinnerung. Moment. So. Und auch Bart. Ja, das passt ungefähr. Alles klar. Du bist jetzt erstmal 20 Tage in der Baracke. Insofern keine Sorge, dass du gleich sterben wirst. Vielleicht überlebst du sogar mich und meine Kampagne. So, es dauert. Naja, sei mal ruhig da. Mit deinen ethischen Bedenken können wir jetzt gar nicht gebrauchen. Ah, unsere neuen Rekruten sind da. Ich werfe mal einen kurzen Blick drauf. Das sind jetzt auch die restlichen Verbliebenen, diese vier. Alles klar. Und der Rest ist irgendwo bereit. Das ist schön, dann können wir auf der nächsten Mission zumindest mal auf ein paar besondere Fähigkeiten zurückgreifen und uns aus einigen misslichen Situationen leichter befreien. Jetzt schauen wir nochmal, was es als nächstes gibt. Unsere Targeting-Modules. Schauen wir mal eben, was die können. Das müsste man jetzt eigentlich hier. Was ist denn hier mal ein Sniper? Ach, die Scouts gelten auch als Sniper, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Oder habe ich meinen einzigen Sniper? Ne, das kann nicht sein. Da ist einer. Ich habe aber echt sehr wenige, also da muss ich. Hier ist noch einer.
Okay, ich habe nur zwei Sniper im gesamten Squad. Das ist ein bisschen blöd gelaufen. Habe ich nicht genug darauf geachtet. Also schauen wir mal, was das Ding jetzt genau macht. Ah, Crit Chance. Okay, das ist doch ganz schön. Und dann gehen wir jetzt weiter. Das können wir dann ja vielleicht vor der Mission schauen. Es gibt ja gleich auch noch weitere Zielhilfen, die Scopes in 3 Tagen. Dann können wir die da auch noch mit verteilen. Ups, jetzt muss ich aber ganz kurz mal wieder hier zum Engineering. Ah ne, das war irgendwas anderes, was fertig geworden ist. Der blöde Lift dauert noch einen Tag. Jetzt heben wir hier mal gleich zu beiden Seiten das aus. Ja, und es geht weiter. Jetzt gucken wir nochmal, wem wir unsere Zielfernrohre geben oder ob die hier auch noch veränderte Fähigkeiten, Eigenschaften haben. Ich glaube, den Rocketeers ist es auch nicht so verkehrt, denen mal ein bisschen bessere Trefferchance zu geben, weil hier auch die Raketen leichter abweichen können als im Original XCOM. Ach so, ja, hier gibt es natürlich dann auch noch spezielle Raketen für die zum Auswählen. Und das macht, glaube ich, 10 to hit, oder? Die Laser Sight macht 5 to hit. Müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Und für Rocket Launcher. Das Ding nur für Primary? Oder habe ich das falsch gesehen? Ja. Und Rocket Launcher, alles klar. Gut, also um die Scopes kümmern wir uns dann ebenfalls, wenn wir eben die Soldaten mitnehmen. Die müssen wir ein bisschen durchrotieren, da wir jetzt nicht so viele davon bauen wollen, die hier bedeutend teurer sind als in dem anderen. Ja, die kommen alle aus ihrem Winterschlaf zurück. Terrormission in Deutschland. Ich schätze, Europa wird der Kontinent, den ich verliere in dieser Kampagne. Und in 2 Tagen sind meine Beamlaser endlich fertig. Das nehmen wir doch noch mit. Ja, oder auch nicht. Vielleicht dürfen wir jetzt die Mission wiederholen, die wir verkackt haben. The Council has been monitoring unusual reports about a hijack attempt on an unauthorized French military convoy. Although the alleged perpetrators were human, our intel indicates the aliens may also have been in the area. If true, this raises a number of questions about the cargo being moved. We'll need a squad to investigate. Central should have a complete report momentarily. Alles klar, schöne Belohnung. Diese Mission werden wir dann aber in der nächsten Episode, das ist dann die Nummer, ich glaube, 10 oder 9, 9 glaube ich, angehen und dann auch unsere Laserwaffen nach dieser Mission fertigstellen. Beziehungsweise die Forschung dafür fertigstellen und dann die Konstruktion beginnen. Also, Dankeschön fürs Zuschauen. Das war ein Let's Play XCOM Enemy Within Long War mit eurem Nachbarn. Bis bald.